Update mit Nazan Göktemir. Guten Abend. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir versucht, ein Interview mit dem ukrainischen Präsidenten zu organisieren. 110 Tage sind vergangen und nun hat es geklappt. Mein Kollege Christian Sievers ist nach Kiew gereist und hat mit Volodymyr Zelensky persönlich gesprochen. Ungeachtet der schwierigen Lage, vor allem in der strategisch wichtigen Stadt Severodonetsk, ist Zelensky nicht bereit, Gebiete an Russland abzutreten und pocht auf schnelle Waffenlieferungen aus Deutschland. Das Interview sehen Sie gleich, davor der Beitrag von Anna Kleiser. Ja, von einem Tag auf den anderen ist Volodymyr Zelensky vom Friedens- zum Kriegspräsidenten geworden. So beschreibt er es selbst im ZDF-Interview. Wenige Tage vor dem Besuch des Bundeskanzlers machte er klar, was er von Olaf Scholz erwarte. Und wir schalten jetzt zu Christian Sievers auf den Maidan in Kiew in unmittelbarer Nähe zum Präsidentenpalast. Guten Abend, Christian. Ein Interview, bei dem Alarmsirenen heulen, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten mit? Welchen Eindruck hat denn Volodymyr Zelensky auf dich gemacht? Also wie siegessicher erschien er dir? Und das Zelensky-Interview in ganzer Länge finden Sie auf ZDF heute. Ja, den Vorwurf, versprochene Waffen zu zögerlich an die Ukraine zu liefern, hat Bundeskanzler Scholz heute noch einmal zurückgewiesen. Nach einem Treffen mit ostdeutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei Greifswald betonte er, wie wichtig die Ausbildung an diesen komplizierten Waffensystemen sei. Ja, die Erwartungen an die Bundesregierung sind hoch, nicht nur von der ukrainischen Regierung. Die ostdeutschen Bundesländer fordern vom Bund Unterstützung, vor allem beim Umbau ihrer Energieversorgung. Wegen des russischen Angriffskriegs stehen die nämlich vor großen Umbrüchen. Ja, betroffen sind vor allem die Raffinerien im brandenburgischen Schwedt und in Leuna in Sachsen-Anhalt. Bernd Mosebach fasst die Ergebnisse der Ost-MPK zusammen. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im katholischen Bistum Münster ist einer unabhängigen Studie zufolge deutlich größer als bisher bekannt. Mit diesem Thema beginnt jetzt unser Nachrichtenüberblick. Und jetzt schauen wir noch schnell aufs Wetter, die Aussichten. Ja, und mit diesen sonnigen Aussichten verabschieden wir uns für heute. Ihnen noch eine gute und erholsame Nacht.